Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Curious Expedition, eine weitere Episode. Und es ist immer noch die gleiche Aufnahmesession. Und weil wir nämlich gerade einen Spielstand haben, dachte ich mir, hängen wir noch eins dran. Die vorherige Ausgabe war nicht ganz so lang. Und ja, Expedition 2 von 5. Würde ich sagen, nehmen wir doch die nächste Expedition. Wir haben genau eine zur Auswahl, und zwar The Sorrowful Drylands, a harsh and desolate area into which only experienced explorers should venture. Interessant. Mittlerweile haben wir ja schon einiges an Erfahrung gesammelt. Auch, wir sind noch nie gestorben, also wir haben noch nie das Ziel erreicht, haben natürlich aber schon einiges an Opfern lassen müssen. Das letzte Mal, tja, da mussten wir leider unsere Eselin hinrichten. Das war sehr traurig, aber sie fühlte sich verdammt gut an in unserem Magen. Und ich würde sagen, wir gehen zu den Sorrowful Drylands. Und vielleicht ist das so eine Wüste, das fände ich eigentlich ganz cool. Dann haben wir vielleicht wieder ein Kamel. Wir schauen mal, wir starten die Expedition. So, full of anticipation. I boarded the ship, the crew had preparations left to do, and I had some more time left. A Parsi trader offered to join our expedition. Hier ist der Parsi Trader. Hallo. Okay, ja, kann der irgendwas? Sieht man nicht. Hier haben wir noch Anupam, Surabi. Den haben wir noch vom letzten Mal. Den haben wir rekrutiert und... Nee, oder? Haben wir den rekrutiert? Nö, haben wir nicht. Der war einfach so dabei. Wir hatten aber einen Einwohner, einen Ureinwohner dabei. Und der ist wieder nach Hause gelaufen, als er fertig war. Gut, okay, dann sind wir also zu viert. Wären wir, wenn wir diesen Parsi Trader rekrutieren. Und ich wüsste nicht warum, den nehmen wir mit, der hat bestimmt einen tollen Bonus. We could use another helping hand and welcome the trader in our track. Before our departure, someone approached me. We offered a map of the area we were headed to. Das ist ganz interessant, aber erstens haben wir so gut wie keine Lagermöglichkeiten hier. Und weil wir nämlich unseren Esel gegessen haben das letzte Mal. Und ja, das heißt, wir müssten aber auch wieder was anderes dafür abgeben. Obwohl, ich glaube, wenn man das direkt, einlöst, das haben wir nämlich das letzte Mal nicht gemacht, dann wissen wir auch, oh, schau mal, da ist er. Okay, dann wissen wir, glaube ich, auch, wo wir hin müssen. Von dem her, ich würde sagen, wir machen das mal so. Alles klar, just in time the vessel was set to sail. Und wir könnten noch, natürlich könnten wir noch Equipment purchasen. Aber, Seil oder Fackel? Wir müssten nämlich etwas eintauschen, und zwar gegen eine Campsite. Ich glaube, das ist neu, das sehe ich zum ersten Mal. A portable campsite enables one to rest in great comfort. Cannot be dismantled. Okay, eigentlich ganz cool. Vielleicht für jemanden, der verletzt ist oder der schon ein bisschen crazy ist. Eine ganz gute Geschichte, um da zu schlafen. Eigentlich wäre ein First Aid Kit auch super wichtig. Da sieht man jetzt mal, das rächt sich doch, dass wir den Esel gegessen haben. Wir können gar nichts mitnehmen, obwohl wir eigentlich genügend Fame haben. Tja, ich neige dazu, das Seil zu verkaufen und dafür ein First Aid Kit zu nehmen, weil es könnte schon sein, dass wir mal irgendwie so einem Tier begegnen. Nö, fünf nicht, aber zwei könnten wir mal mitnehmen. Ja, und ich würde sagen, das machen wir mal. Und ja, wir haben dann kein Whisky und keine Schokolade. Das heißt, wir müssen wirklich richtig gut schlafen und auch wissen, was wir tun. So, jetzt können wir das hier benutzen, unsere Karte. Und zwar Map of Native Village. An old wrinkled up map and contains the location of a native village. Das könnten wir gut gebrauchen. Und deswegen klicken wir mal drauf. Using the map, we were able to pinpoint the location of a native village. Sehr cool. Okay, da unten ist eins. Was sagt denn unser Kompass? Unser Kompass sagt, ihr könnt überall hingehen, außer nach oben. Würde ich jetzt mal so interpretieren. Also nach Norden sollten wir nicht gehen. Dann würde ich sagen, ist das auch gar keine schlechte Idee, wenn wir Richtung Native Village gehen. Denn dort können wir pennen und gainen dann wieder Sanity. Deswegen würde ich sagen, ab durch den Dschungel. Oh, das ist aber ein schöner Schmetterling. Anupams Bizarre Radiant Butterfly. Sehr schön. Ja, nichts gefunden. Gehen wir noch ein paar Schritte weiter. Bevor wir das machen, wollen wir doch mal gucken, wen wir da eigentlich am Start haben. Ja, wir haben den Captain Abraham wieder dabei.
leider alkoholabhängig. Anupam Sohrabi ist leider auch alkoholabhängig. Das liegt daran, dass wir das letzte Mal ihm Whisky gegeben haben. Dann haben wir Sam Shah. Das ist unser neuer Posi Trader. Wandering Merchant of the Orient improves by gaining. Cool, der hilft uns ein bisschen beim Handeln. Und das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Was hat der für ein Problem? Hat auch Angst vor engen Räumen und großen Plätzen. Gut. Und das sind wir, Richard Francis Burton. Wunderbar, immer noch Level 1. Und was können wir Besonderes? Wir sind Anthropologe. Nein, den Perk haben wir bekommen. Sehr cool. Und Kartographer increases the gained compass accuracy when uncovering fields. Was war das für ein Geräusch? Ein paar neue Geräusche sind drin, oder? Irre ich mich nicht. Okay, wunderbar, alles gut. Und ich würde sagen, weiter geht's mit unserer Expedition. Und wir haben wieder einen wunderschönen Schmetterling gefunden. Sam's Master Artful Flyer. Wunderbar. Und ja, hier ist ein Fragezeichen im Dschungel. Hier haben wir unser Dorf. Ja, dann würde ich sagen, lass uns erstmal zu dem Fragezeichen hier gehen. Und mal schauen, was dann weiter los ist. Ein bisschen Sanity haben wir ja noch. Aber ich glaube, dann wird es mal langsam wieder Zeit zu schlafen. Wow, okay. Und unser Kompass sagt uns jetzt irgendwo da oben wieder. Nun gut. Bam, badam. Wow, super. Die komplette Karte aufgedeckt, so wie es aussieht. Woran liegt das? Ist das so eine leichte Erhöhung? Oder ein Stone Circle. Thick Drylands Jungle. Move Cost 5. Gut. Den können wir natürlich entern. Das machen wir natürlich auch. So, die sind noch nicht ganz designed, also nicht wundern. We came across a stone formation that seemed to be man-made. We noticed inscriptions on each rock. Maybe they formed a kind of map. Hm, der hat hier gerade eben irgendwas gesagt. So von wegen heiliger Ort oder so. Gut. Dann wollen wir doch mal die Inschriften analysieren. We came, okay, habe ich schon vorgelesen. We began to analyze the inscriptions and found that they would help us to gain insight into an area of our choice. Ja, sehr cool. Deckt für uns ein neues Gebiet auf. Und das wollen wir natürlich gleich mal machen. Die Frage ist nur, welches? Ich würde sagen, hier, dass wir wissen, wo wir ungefähr lang müssen. Okay, da ist auch ein Fragezeichen. Wunderbar. Hat, glaube ich, ein bisschen was gebracht. After some effort, we successfully deciphered the inscriptions. With the knowledge, we were able to learn more about the surrounding area. Wunderbar, das hat sich gelohnt und wir liefen mal diesen Steinzirkel. Jetzt haben wir hier natürlich gleich mal hier die Hyänen. Noch schlafen sie, aber es könnte durchaus sein, dass sie bald aufwachen. Und was haben wir denn hier Schönes? Einen Stone Overhang. Einen Overhang haben wir gefunden. Wie nice ist das denn? Ja, noch haben wir Sanity. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen da hin. Wir waren noch nie bei einem Stone Overhang. Und es könnte sein, dass wir da interessante Dinge finden. Explore the Overhang. Klick. We arrived at the Rock Overhang. It would serve as a basic shelter against the elements. This place is full of energy, sagte Sam Shah, Parsi Trader Level 1. Wunderbar. Hier können wir schlafen. Das ist schön. Das wollen wir, glaube ich, tun, weil wir können jedes bisschen Sanity gut brauchen. Wir haben nämlich kein Whisky dabei und sonst auch nichts. Und hier sind tatsächlich auch interessante Inschriften. Ich glaube, das hier, das könnte eine Kuh sein. Hier haben wir jemanden mit einem Fernrohr. Und da tanzt jemand mit einem Gymnastikstock. Würde ich jetzt mal behaupten. Wunderschön. Sehr schönes Artwork. Und ja, dann würde ich sagen, mal kurz ein Schläfchen machen. We settled down, allowing everyone to rest. Anxiety lay heavy upon the track. Sam Shah told us that he had been so nervous that he dropped something. During the last leg of our journey. Na gut, man ist ja mal nervös, man kann ja mal was fallen lassen. Was hat er denn fallen lassen? Ich glaube, ein First Aid Kit. Wir hatten nämlich, glaube ich, drei. Na gut. Dann können wir nur noch zweimal von einer Hyäne angefallen werden. Dann machen wir mal ein Schläfchen. Wir haben drei Tage lang geschlafen. Hat uns 20 Sanity hinzugewonnen. Das war natürlich super. Und we were lucky not to have been crushed by the stone overnight. Okay, ja. Bin ich auch sehr dankbar, dass das nicht passiert ist.
muss man, glaube ich, wissen. Vielleicht passiert es irgendwann mal. So, wir liefen den Stone Overhang und besuchen das Native Village. Enter the village. I'm so glad this is over. Okay, was ist over? We entered a native village of a warrior tribe. The villagers observed us with caution. They were kind and offered us what they could. Sehr cool. Ich glaube, wir brauchen dringend wieder ein Tier. Auch nur, wenn das bedeutet, dass wir es wieder essen. Ist egal, wir rekrutieren jemanden. We asked around to see if someone was willing to join our trek. We found a villager who was willing to join our trek. Cool, wir könnten einen Kämpfer rekrutieren, der vermutlich sehr gut ist im Kämpfen, aber es ist natürlich nicht unser erhoffter Wasserbüffel und auch keine Eselin. Aber ich glaube, jeder ist nützlich und deswegen, wenn der mitkommt, kommt er mit und das ist cool. Dafür haben wir dann ein Standing bekommen, wie ich gerade sehe. Sehr cool. Wer ist das denn? Hier. Wow, das sieht geil aus. Yake Boksu. Native Warrior Level 1. A fearless warrior who will protect the group by all means possible. Reduce risk of encountering enemies when moving through dangerous areas. Und hat sogar 2 Capacity. Das ist großartig. Das heißt, wir können den nächsten Tempel rennen und den ausrauben. Wunderbar. A native warrior joined our trek. While we still felt welcome, we could tell that the villagers had become disturbed by our presence. Okay, aber wir müssen unbedingt hier schlafen. Und ich hoffe, das ist okay für die. Wir legen es drauf an. Wir probieren es. Besser wie ein gigantischer 50-Tonnen-Stein, der auf uns draufhält. Deswegen, stay overnight, wir riskieren das mal. Es sind ja Menschen, mit denen kann man ja sprechen. We told the man to unpack and prepare our things for the night. In a quiet moment, one of the village elders gave us a very serious look and stated a question. He asked us if we knew who created the humans. Und wir haben keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Weder wissen wir ganz genau, dass es Gott war, noch können wir mit Sicherheit behaupten, dass es die Evolution war. Denn wir befinden uns ja hier in einem Jahrhundert, wo die Evolution ja noch nicht mal erfunden wurde. Die wurde ja noch nicht mal erfunden. Und deswegen würde ich sagen, sagen wir einfach mal don't know und geben damit auch dem alten Herrn die Gelegenheit, es uns zu erklären. Vielleicht fühlen wir sich dadurch besser und kriegen vielleicht auch noch ein bisschen Standing. Wir probieren das mal aus. Don't know. We told him that we did not know the answer to this question. He nodded quietly and seemed a bit disappointed to our answer. War dann doch nicht so die gute Entscheidung. Aber ich glaube, Gott, na gut. Naja, irgendwie irgendwas hätten. Gott wäre wahrscheinlich gewesen. Weil dass die von der Evolution wissen, glaube ich nicht. Na gut. Nächstes Mal sagen wir Gott. Gut, jetzt schlafen wir aber mal. Haben tatsächlich einen Tag geschlafen. Haben 3 Standing verloren, aber unsere Energie ist rappelvoll. Das ist super. Und the atmosphere was beginning to get somewhat tense. We could tell that the villagers wanted us to leave. Das kann ich sehr gut verstehen und deswegen werden wir schnell mal leaven. We got ready and headed out, as new adventures could be waiting around the next corner. Yake Boksu stayed behind for some time, as he had some more business to attend with the villagers. However, he caught up with the track not long after we had left. Cool. Der hat sich wahrscheinlich nochmal einfach ein paar Secret-Befehle geholt. Schauen wir mal. Wir continuen und schauen wir mal. Hier oben haben wir jetzt unseren Warrior, Yake Boksu, den man vermutlich so ausspricht. Das wissen wir nicht so genau. Macht auch nichts. Gut. Und ich würde sagen, wir versuchen mal in die Höhle zu kommen, denn da können wir dann auf einen Schlag ziemlich viel Strecke machen und das fände ich eigentlich eine coole Sache und deswegen wagen wir es auch mal an unserer schläfrigen Hyäne vorbeizuschleichen. Let's go! Komm schon. Wow, das war knapp und wir haben es geschafft. Wunderbar. Ab in die Höhle. We approached a cave where light shone down a near vertical chute. We would need a rope to explore its secrets. Das war ja klar, dass wir natürlich das Seil brauchen und nicht die Fackel. Super.
Tja, okay. Dann würde ich mal sagen, laufen wir mal hierhin. Ihr kennt die Regel, je länger wir laufen, desto effizienter ist es. Und deswegen ist es ganz gut, wenn wir uns gleich direkt zu diesem Fragezeichen begeben und hoffen, dass die Hyäne, die dort oben ist, uns nicht ertappt. Und let's go. Wunderbar, das haben wir gut und elegant gemacht. Dann geht es hier durch den Fluss. Wir haben zwei wunderschöne Schmetterlinge gefunden, ein Traum. Alupalms Mild Tenderflyer und Sams Master Moth. Die Meistermotte, schlechthin, sehr gut, dann kann uns überhaupt nichts mehr passieren. Was haben wir denn gefunden? Ein Camp. Das ist gut, vielleicht finden wir dort auch noch andere Dinge, die wir brauchen können. Und unser Kompass, was sagt der? Wir sollten auf keinen Fall in den Norden gehen. Ich glaube, wir sind gar nicht mehr so weit weg von unserer goldenen Pyramide. Viel haben wir noch nicht gefunden. Wir haben auf jeden Fall sind wir dann, haben wir überlebt bis hierhin. Das ist schon mal eine gute Geschichte. Aber ich hoffe, dass wir im Camp noch irgendwas finden, was wir dann auch tatsächlich in Ruhm umbauen können. Denn wir wollen ja auch uns irgendwann nochmal einen Esel besorgen oder was in der Art. Von dem her, ja. Okay, dann explorieren wir mal das Camp. We entered an old campsite, likely the remains of a failed expedition before us. The skeleton of what must have been a French explorer stared at us through hollow eye sockets. Starrte uns durch leere Augenhöhlen an. Und woher wissen Sie, dass es ein Franzose war? Starren die in totem Zustand besonders? Oder wie? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall searchen wir mal die Area, weil wir brauchen dringend Dinge. Und wir suchen genau 3 Tage lang und bekommen eine Karte, eine Treasure Map. An old wrinkled up map. It could contain interesting clues. Schön. Alles klar. Will be removed after expedition. Das bedeutet, wir sollten es unbedingt einlösen. Und das machen wir auch. Erstmal taken wir alles und weiter geht's. So, dann würde ich mal sagen, die benutzen wir auch mal sofort. The map darkly marked a location, clearly marked a location, and we were able to pinpoint it in our region. We wondered if we would find something interesting there. X marks the spot. Schön, ist auch gar nicht so weit weg. Das ist cool. Wir haben nicht mehr allzu viel Sanity, deswegen müssen wir uns beeilen, aber das ist Gott sei Dank nicht allzu weit weg. Das heißt, wir werden dort mal in diese Richtung gehen und dann natürlich ganz klar in den Süden. Vielleicht gehen wir hier schon so tendenziös ein bisschen nach Süden. Und dann, oh, ein Tiger versperrt uns den Weg. Das ist natürlich nicht so gut. Dann lass uns, gut, wir haben natürlich einen Krieger bei uns. Und wir haben auch First Aid Kits. Von dem her könnte man natürlich das versuchen, aber das machen wir nicht. Wir laufen hier runter. Da haben wir die goldene Pyramide gefunden. Das ist großartig. Das heißt, wir können jetzt versuchen zu schauen, was für ein Schatz das ist. Und nach dem Schatz gehen wir in die goldene Pyramide und hoffentlich reicht unsere Sanity dafür. Let's go. Zack, hat uns der Tiger erwischt. Das war ja klar. We were attacked to a hungry tiger. Hungry Tiger. Ja, und wir kämpfen gegen den Tiger. Ganz klar, vielleicht können wir noch sein Fell abgreifen. Übrigens haben wir noch Anupams eine bizarre Motte gefunden. Traumhaft. Let's go. We fought a fierce battle. Captain Abraham Robert fought bravely. We were able to finish off most of the savage beasts before anyone got wounded. Cool. Toll. Ein Tiger weniger, aber wir wurden nicht verletzt. Schöne Angelegenheit. Würde man heutzutage auch anders machen. Aber damals im 19. Jahrhundert war das schon in Ordnung. Wir continuen. Yeah! Und wir haben tatsächlich Dinge bekommen. Das habe ich gehofft. Nämlich einen Tigerpelz, einen Tigerzahn und Raw Animal Meat. Leider haben wir keinen Koch dabei. Aber wir taken natürlich trotzdem alles. Wunderbar. Und haben damit genügend Sanity, um den Schatz zu erkunden. Das ist natürlich ein Traum. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Und haben etwas gefunden, das wir nicht nehmen können, oder wie? Machen wir das mal so, weil einen goldenen Adler, den nehme ich eher mit wie 3 Stücke rohe Fleisch, zumal wir genügend Sanity haben. Alles gut. Jo, dann würde ich sagen, almost to our own surprise, we found a carving near a big stone structure. After digging for some time around the area, we excavated something. Cool. Ja, wunderbar.
dann closen wir das mal. Und ich würde sagen, wir gehen zur Goldenen Pyramide und schließen damit diese Expedition ab. Wie cool. Das hat Spaß gemacht, das war ganz gut. So, wir haben nochmal zwei Schmetterlinge gefunden. Diesmal, glaube ich, richtig viele Schmetterlinge gefunden. Zora Bees Giant Royal Moth und Francis Radiant Butterfly. Wunderbar, wunderbar. Und dann würde ich sagen, ab in die Goldene Pyramide. A majestic golden pyramid rose above the jungle. I found the goal of my journey. Wir entern natürlich die Pyramide. After weeks of traveling, euphoria overcame me. I knew that my name would be forever remembered. I talked with Yake Boksu about coming back to civilization, but he felt like he could never leave these lands. Disappointed, I had to accept his decision. Tja, leider verlässt uns unser stolzer Krieger, der echt ein cooles Icon hatte, muss ich mal sagen. Und wir sind schon wieder overburdened, weil wir... Ja klar, der hat natürlich auch was getragen, ne? Wir brauchen einfach einen Esel oder einen Wasserbüffel oder ein Kamel, das ist ganz klar. So, wir choosen mal unseren Perk und da hätten wir Desert Explorer, Reduced Movement Costs in Deserts. Dann hätten wir Waterproof, das gleiche für Shallow Rivers und wir hätten Good Reputation. Das ist natürlich auch ganz nice und ich glaube, ich entscheide mich mal für Desert Explorer. Weil ich hoffe, dass wir demnächst in die Wüste kommen. Das nehmen wir mal und machen Deal. Wunderbar. Und dann finishen wir unsere Expedition. Success. Wunderbar. Current Fame ist 63. Goldene Pyramide gibt uns 120. Dann haben wir zwei Tigerzähne. 30. Einen goldenen Adler. Nochmal 30. Sieben Schmetterlinge haben wir gefunden. Großartig. Und haben dafür 63 Tage gebraucht. 194 Fame. Yes, das hat sich gelohnt. Dann schauen wir uns nochmal kurz die Karte an. Ja, sehr nice. Sind wir ein bisschen rumgekommen. Hatten echt gut Glück hier mit den Hyänen. Der Tiger hat uns dann doch geschnappt, aber wir konnten uns gegen den Tiger behaupten. Also von dem her alles gut. Wir haben auch diesen Steinüberhang entdeckt. Das war cool. Ja, der Tiger hat uns natürlich auch einiges beschert. Von dem her, wenn wir gegen Tiger kämpfen können, ist eigentlich ganz cool. Alles klar, cool. Dann würde ich sagen, finish Expedition und tatsächlich die nächste Folge handelt in einer Wüste. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Gibt es noch was anderes zur Auswahl? Nein. Und das geht gleich weiter hier mit der Aufnahmesession. Das schließe ich nahtlos an und ich würde sagen, wenn euch die Ausgabe gefallen hat, dann würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr gerne den Kanal abonnieren, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.